zeig dir jetzt die einfachsten Sachen, die du machen kannst, wenn du wirklich Fett verlieren willst. Und dieses Video ist jetzt nicht für Leute, die bei 10% Körperfett sind und wissen ganz genau, okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und dann verliere ich Fett und von 10% auf 7% Körperfett wollen. Dieses Video ist für Leute, die wirklich Probleme dabei haben, Fett zu verlieren und endlich dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen und denen es auch einfach schwerfällt, den ersten Schritt zu machen. Für die Leute ist dieses Video. Wenn du so jemand bist, dann pass jetzt ganz genau auf, weil wir gehen in die Küche und ich zeige dir mal die größten Fehler, die ich früher gemacht habe. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, einfach die dümmsten Fehler, egal ob es darum geht, Fett zu verlieren oder ob es einfach generell um die Ernährung geht. Das sind einfach Sachen, die kannst du dir sparen. Und deswegen ab in die Küche. Und bevor wir jetzt zu dem Tipp kommen, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal ein bisschen supportest. Und wenn du mehr Bock hast auf solche Videos, lass auf jeden Fall ein Abo da und gib dem Video einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß und damit ich mehr solcher Videos produzieren kann. So, und ich will bei der ersten Sache anfangen, weil ich persönlich bin gerade dabei, ein bisschen aufzubauen, also ein bisschen Gewicht zuzulegen, weil ich, um Muskeln aufzubauen, zu definiert war. Und deswegen mache ich diese Sachen jetzt aktuell wieder, damit ich einfacher auf meine Kalorien komme. Wenn du allerdings Fett verlieren willst, dann sind das einfach Killer. Und das sind Kalorien, die du nicht brauchst. Weil wir wissen ja alle mittlerweile, was zu tun ist, wenn man Fett verlieren will. Da habe ich mit Sicherheit auch schon mal ein Video zu gemacht. Mache ich dir da oben rein, damit du dir das angucken kannst. Aber ich will dir mal eine Sache zeigen, wo ich jetzt schon länger drüber nachgedacht habe. Und zwar, ich bin jemand, der ganz gerne Kaffee trinkt. Und früher dachte ich immer, das hier, diese Dinger hier, wären Kaffee. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir diese Dinger hier genauer anzugucken und auf die Nährwerte zu schauen. Und hier steht drauf, also auf der Packung steht drauf Kaffee. Und jetzt pass mal auf bei den Nährwerten. 100 Gramm davon haben 430 Kalorien. 100 Gramm. Okay, hier sind 18 Gramm drin. Dieses kleine Ding, diese eine Tasse hat 80 Kalorien. 80. Und weißt du, was das Krasseste daran ist? Die Nährwerte hier drin sind ganz genau 54% Zucker. Glukosesirup, Kokosfett und dann, pass auf, löslicher Bohnenkaffee, 8%. Hier in diesem Ding, wo ich gedacht habe, okay, ich trinke mir einen Kaffee, sind 8% Kaffee drin. Und weißt du, was das Lustige an der ganzen Sache ist? Ich habe früher, weil ich relativ viel Kaffee trinke, 3 oder 4 von diesen Teilen getrunken. Und jetzt überleg mal, 80 mal 3 sind 240. 240. Wenn ich 4 Stück davon getrunken habe, bin ich bei 320 Kalorien für Kaffee. 320 Kalorien sind eine ganze Mahlzeit. Und das sind solche Sachen, wo du so einfach Kalorien sparen kannst. Und wenn du einfach solche Sachen, guck mal, wenn ich den austausche und ganz normalen Kaffee trinke und dann anstatt Zucker hier Süßstoff da rein tue. Ich weiß, die meisten sagen immer, ja, aber Süßstoff schmeckt so scheiße. Wenn du mal eine Woche lang Süßstoff getrunken hast, gewöhnst du dich an den Geschmack und es schmeckt für dich ganz normal. Aber das sind solche Sachen. Das sind diese Kleinigkeiten. Guck mal, noch eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen kann. Gehen wir mal in den Kühlschrank. Hier. Milch. 1,5% Fett. Ist ja schon die Milch, die wenig Kalorien hat. Also weniger als die Vollfett-Variante. Aber auch die hat auf 100 Milliliter fast 50 Kalorien. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, wer, wenn er Milch trinkt oder Milch in seinem Müsli tut, nimmt nur 100 Milliliter. Die meisten nehmen 200, vielleicht auch 300 Milliliter. Und dann sind wir bei 100, 150 Kalorien. Wenn du die einfach nur austauscht, ist jetzt leer, aber wenn du die einfach gegen Mandelmilch austauscht, am besten ohne Zucker, dann hast du hier auf 100 Milliliter statt 50 Kalorien gerade mal 14 Kalorien. Du kannst die ganze Packung hiervon trinken und kommst auf die gleichen Kalorien wie bei der Milch. Und das sind solche Dinge. Hier, noch so eine Sache. Philadelphia, Frischkäse. Davon gibt es 4 oder 5 verschiedene Varianten. Es gibt den ganz normalen, ich weiß nicht, wie viele Kalorien der hat. Es gibt den Balance oder Balance, hat ein bisschen weniger Kalorien. Und der hier hat
am wenigsten. Der hat nur 3% Fett, maximal 3% Fett und 11% Eiweiß. Hier sind auf 100 Gramm gerade mal 87 Kalorien drin, dafür aber 11 Gramm Eiweiß. Und das sind solche Entscheidungen, die du treffen kannst, wenn es dir schwer fällt, Fett zu verlieren. Du musst auf nichts verzichten. Tausch einfach die Sachen aus. Es gibt so unzählig viele Möglichkeiten, wie du einfach Kalorien sparen kannst, ohne dass du auf irgendwas verzichten musst. Guck mal hier. Das hier ist Stevia. Ich habe hier jetzt Erythrit reingefüllt, weil die Dings leer war. Aber worauf will ich damit hinaus? Moment, vielleicht habe ich das hier auch. Ja, habe ich. Schau mal. So sieht das Ganze aus. Ja? Hört sich an wie Zucker, ne? Aber 0 Kalorien. 0 Kalorien. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kalorien Zucker hat, aber ich glaube, auf 100 Gramm hat irgendwie 300, 350 Kalorien. Überleg mal. Überleg mal, wie viele Kalorien du dir einfach sparen kannst. Und ja, natürlich, es ist nicht so extrem süß wie Zucker, aber unsere Geschmacksnerven mit der Zeit gewöhnen sich daran. Tausch diese Sachen einfach mal aus für eine Woche, für zwei Wochen und du wirst merken, du gewöhnst dich dran. Du hast gar keine Probleme mehr damit. Und dann sind das diese Sachen, die am Ende bei den meisten Leuten 4, 5, 6, vielleicht 700 Kalorien am Tag ausmachen. Und wenn du einfach auf diese Sachen verzichtest, bist du automatisch in einem Defizit. Guck mal, wie gerade eben gesagt, der Kaffee, den ich früher getrunken habe, 240 oder 320 Kalorien habe ich am Tag unnötig getrunken, einfach weil ich es nicht besser wusste. Ich wusste nicht, dass das nur Zucker ist und kein Kaffee. Und ich wollte ja Kaffee trinken. Ich habe das ja getrunken, um wach zu werden, beziehungsweise auch natürlich, weil es mir schmeckt, weil es so extrem süß ist. Aber wenn du diese Sachen weglässt, wenn du diese Sachen austauscht, nicht weglässt, einfach nur austauschen, klügere Entscheidung treffen, dann wirst du garantiert Fortschritte machen. Garantiert. Und wenn du jetzt wissen willst, ob du nur an deinem Bauch Körperfett verlieren willst, dann schau dir mal unbedingt das Video hier an.